Das Schölermann-Baby ist da. Jana und Tore Schölermann freuen sich schon seit geraumer Zeit riesig auf ihren Nachwuchs. Schon vorab verraten die ehemaligen, verbotene Liebestars das Geschlecht ihres Minimis. Sie erwarten ein Mädchen. Jetzt ist Jana und Tores Tochter auf der Welt. Im Netz verkündet das Paar die freudige Neuigkeit mit einem gemeinsamen Post. Der Verfasser des Textes ist aber ganz klar der stolze Papa. Und auf einmal macht alles Sinn. Willkommen in der Familie, kleines Schölermannchen. Ich hoffe, es dauert ganz lange, bis du diesen Post siehst und liest, aber wenn? Wir lieben dich und stehen immer hinter dir. PS an zukünftige Jungs, wenn es soweit ist, ich habe euch im Auge. Offenbar ist die Neumama so beseelt von der Ankunft ihrer Tochter, dass sie gleich auch noch einen Post hinterher schiebt. Unsere kleine Ilvi. Ehrlich gesagt weiß ich überhaupt nicht, was ich schreiben soll. Denn keine Worte der Welt könnten beschreiben, wie dankbar wir sind und was wir für dich empfinden. Hier verrät Jana auch den Namen ihrer Erstgeborenen. Ilvi Schölermann. Schon vor der Entbindung plaudern die zwei bei Promiflash aus, wie die Namenssuche bei ihnen abläuft. Sie wählen drei Namen aus und entscheiden nach der Geburt, auf welchen davon ihre Tochter hören soll. Ilvi macht da also eindeutig das Rennen. Den Beitrag versieht die Schauspielerin übrigens mit einigen Hashtags. Darunter auch diesem hier. Ab jetzt für immer zu dritt. Klingt ganz so, als sei Familie Schölermann mit einem Baby vollständig. Mit den dreien freuen sich natürlich auch einige prominente Freunde. Annemarie Carpendale ist wegen der Spielkameradin für ihren Sohn Mats begeistert. Also Mats ist startklar. Dickster Glückwunsch von den Carpendales. Jetzt kommt so eine besondere Zeit und sie hört nie auf. Auch Rebecca Mir kann sich Babyverabredungen gut vorstellen. Neupapa Johannes Haller, die Let's Dance-Stars Isabel Edwardson und Massimo Sinato, Alec Völkel von The Bossos, Musiker Ross Anthony und auch Moderatorin Gianna Inazzarella beglückwünschen Jana und Tore zum ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ex-verbotene Liebe-Kollege Jo Weil findet besonders nette Worte für die glücklichen Eltern. Ich freue mich so unglaublich für euch und kann es gar nicht abwarten, die Kleine zum ersten Mal selbst im Arm zu halten. Herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen, Ilvi. Model Lena Gerke gratuliert sogar live von der The Voice of Germany Bühne aus. Da ist Tore sonst ja eigentlich gemeinsam mit ihr als Moderator im Einsatz. Weil er bei der Geburt dabei und für seine Frau da sein will, springt für ihn an diesem Sonntag allerdings Melissa Carley ein. Das Spektakel guckt sich der 37-Jährige an, wie es sich gehört. Mit seiner kleinen Tochter auf dem Arm vom Krankenhausbett aus. Eines dürfte klar sein. Klein Ilvi wird auf der Welt so liebevoll willkommen geheißen, wie es nur geht.